Hallo und herzlich willkommen zu Part 46 Let's Play Pokémon Platin. Also, ich habe den Bunker links schon mal gemacht, einfach so. Haben wir nicht viel bekommen, Gelbstück und ein Beleber, soweit ich mich recht erinnere. Ja, ich war dazwischen noch was essen, deswegen ist die Zeit so ein bisschen verflogen. Und ich habe etwas trainiert dabei. Also, ich habe unser Team auf Level 40 alle gebracht. Unser David hat sich leider schon entwickelt. Habe ich leider nicht mehr dran gedacht, aber ist jetzt auch egal. Habt ihr eine Entwicklung verpasst, tut mir echt leid. Aber auf jeden Fall alle Level 40 und ich habe uns einen Stony gefangen. Nur nix, ich brauche mich vielleicht nicht unbedingt, aber hab mir das, ey, komm. Und die Werte jetzt momentan, halt, Angriff ist nicht so geil bei unseren Hades, 90er. Verteidigung ist miserabel. Genau, und Spezialverteidigung kann man sich gönnen, aber Spezialangriff ist echt Hammer. Aber naja, dann kommt. Naja, wobei, der Bonzo ist richtig gut ausgelegt eigentlich. Der hat so eine. Der hat so eine richtig geile Film. Was hat der für ein Wesen? Hitzig. Ja, der hat eigentlich so eine richtig. Der hat es richtig gefunden, finde ich. Ja, also so 95er Angriff, 96er Verteidigung, 84er Spezial und 73er Spezial. Also passt eigentlich. Dann so Altaria. Ja, finde ich eigentlich ganz geil. Also hat zwar einen schwachen Angriff, aber dafür einen guten Spezialangriff. Deswegen habe ich ihm auch. Also er hatte zwei, ich habe mir auch ein Erdbeben beigebracht und der wird aber bestimmt auch steigern bis dahin. Und dann halt noch unser Enteron, was halt generell die Werte, okay, ganz okay. Halt, man hat sau den guten Spezialangriff, wieso zockt denn Konfusion? Ist doch speziell. Ja, ist doch speziell, das ist echt hart. Okay, ja, da, okay. Also ich glaube, ich werde vor der Liga unser komplettes Team neu damagen, also komplett neues Team machen, also so wie es aussieht, aber egal, wir... es ist auch egal. Wir machen jetzt auf jeden Fall einfach mal weiter. Wow. Okay, dadurch, dass ich weiß, dass unten links der Urs auf uns wartet, gönnen wir uns nochmal hier und ich habe mir gedacht, komm, Leute, ihr wollt euch bestimmt nochmal Altaria im Kampf ansehen. Und gucken, vielleicht habe ich auch irgendein Item, was ich dem geben kann, so an sich, so generell. Irgendwas, was dem verstärkt. Ne, brauche ich nicht. Psycho. Kampf. Rauchball, nein. Drachenattacken, das ist nice. Das geben wir ihm hier. Drachenzahn für Altaria. Dann haben wir noch Wundersaat. Ja, aber ich gehe nicht so auf Pflanzenattacken mit dem, deswegen Steinrauch, Gesteinattacken brauchen wir trotzdem. Okay, gut, brauchen wir alles nicht. So, hallo, du da. Hallo. Hallo, danke. Dann kämpfen wir jetzt mal gegen den. Der Held der Arbeiterklasse begrüßt euch. Nice, so eine Einstellung lob ich mir. Er denkt, er wäre der Beste und dann tritt er gegen mich an. Oh, ein Magnetilo. Dagegen können wir direkt sogar was machen. Los, David. So, was machen wir denn? Ach komm, wir geben direkten Damage. So, also die nächste Arena wird schon Typ Stahl sein. Da werden bestimmt auch Gesteinattacken vorkommen. Aber ich denke mir mal, dass es nicht so übertrieben schwer wird. Wird auch mit Altaria dann nicht. Altaria könnte es dann eigentlich hinkriegen. Und ich habe ein Facebook-Ad bekommen. Ich habe keine Ahnung, wer mich da geaddet hat. Ja, gerne. Also letztens hat mich so einer geaddet, ne? So, nicht so erkennt man sich denn. Und der dann so, nee. Aber voll YOLO. Und ich denke mir nur so, oh mein Gott, ey. Ja, also die Leute, die einen adden, die keine Ahnung haben, wen die überhaupt da geaddet haben, ne? Also bitte. Leute, stimmt sowas nicht. Wenn ihr einen Grund habt, wenn ihr sagt, oh, du bist voll süß und oh, ich bin verknappt und oh mein Gott, ja. Dann ist ja okay, wenn ihr sagt, nee, aber YOLO. Ja, dann denke ich mir schon so, was wollt ihr denn, ja? Deswegen, wenn ihr schon einen adden wollt, dann macht mit Bedacht. Ja, dann meint es auch ernst, aus vollem Herzen, ich möchte dich kennenlernen. Oder verarscht einfach, das geht dann auch, aber wenigstens ihr seid ehrlich, das ist die Sache halt, ne? Das ist dann halt schon scheiße, wenn ihr dann so voll unehrlich seid, ne? Aber ey, wenigstens hat man dann höflich gefragt, ob man sich kennt, ne? So, ich denke mal, Feuer-Odem dürfte eigentlich nicht sehr effektiv sein. Ja, gut so. Wie viel macht das? Macht sogar einen sehr guten Schaden. Nice! Finde ich richtig geil. So, dann gehen wir das Item holen. Ein Elixier. Und ich tue gerade mal... Stimmt, habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Unserem Pocket. Sein Itemradar wieder hochholen. Wo ist er? Wo ist er? Da ist unsere Zeit. Und nein.
Oh, die Karte. Und da, nein, auch nicht. Ah, da haben wir noch. So, dann mal gucken, habe ich irgendwas? Nein. Habe ich hier irgendwas? Nein, hier ist auch nichts. Okay, dann ist dieser Weg hier total nutzlos und einfach nur eine Verarsche. Und hier ist auch ein Gearock. Kriegen wir hin. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Saltaria macht es mit Feuerodem. Los. Richtig nice, aber wenn er Drachenpuls oder Drachenklaue, wenn ich ihm das beibringe, ist viel geiler. Drachenpuls erlernt er, glaube ich, entweder 48 oder irgendwas mit 50. Und Drachenklaue muss ich ihm, glaube ich, per TM beibringen. Soweit ich mich richtig erinnere. Aber vielleicht mag es uns ja bald so sehr, dass wir ihm Dracometeor beibringen können. Das wäre natürlich dann sehr, sehr nice. Dann so Dracometeor einmal in your face und boom! Hat zwar eine miese Genauigkeit, aber einen richtig einen Angriff. Die Drachenattacke ist richtig nice, finde ich. So, und ich glaube, unser David hat bald schon Level 41. Das ist echt dann hart. Und so voll overlevelt und so. Nein, Quatsch. Niemals. Okay, jetzt. Okay, ich sage ehrlich, jetzt gerade nervt es mich mit den ganzen Pokémon. Ich setze gerade mal einen Schutz ein, bis wir hier in diesem Raum fertig sind. Im nächsten Raum kommen dann wir. Wobei, Training an sich brauchen wir ja nicht. Nicht mehr, weil ich ja offscreen alles gemacht habe. Das heißt, wir schützen uns jetzt einfach mal. Superschutz! Gibt's hier noch irgendwo was, was mich interessieren könnte? Oh ja, hier. Sogar noch ein Trainer. Los geht's, sage ich nicht. Da, und da, und da. Eisenschweif, auch nice. Das finde ich natürlich richtig klasse. Dann check ich gerade mal hier aus, was hier so ist. Wahrscheinlich irgendein Item, das ich durchs Itemradar sehen muss. Oder? Oder auch nicht. Nö. Auch nur so eine Verarsche. Doll. So, auf jeden Fall wird der Super, das Superhirn jetzt auch nochmal platt gemacht. Und was sagt er uns? Während ich dir Sicherheit der Aufzüge im Blick behalte, kämpfe ich mit dir. Ja, dann macht es doch mal ein Kämpfer gegen mich. Was hat er denn für Pokémon? Er hat einen Magneton? Mit passenden. Wow. Ja, die erste Hürde für unser Altaria. Mal sehen, ob unser Erdbeben damit weit kommt. Wenn ja, dann haben wir in der nächsten Arena super Chancen zu gewinnen. Wenn nein, dann wird es dezent schwierig. Da war sehr effektiv. Ja, also vierfach Schwäche und das ist der Schaden. Entweder hat es einfach eine miese Verteidigung oder ich habe keine Ahnung und versuch's jetzt einfach mal mit Feuerodem. Wow, das hat mich jetzt gerade ein bisschen schockiert. Mal gucken, was der für eine Spezialverteidigung hat. Auch noch. Ah, gut, wenigstens paralysiert. Ja, also das ist natürlich dann. Die nächste Arena wird eine super Herausforderung für uns in Altaria werden. Mein klar, es hat jetzt nicht die Überwerte, weil wir es ja auch erst in Anführungsstrichen gefangen haben. Aber trotzdem habe ich ein bisschen mehr erhofft, sage ich ganz ehrlich. Das ist jetzt gerade echt hart, ey. Wir haben gerade mal ein Drittel oder ein Viertel, wenn überhaupt, gezogen. Wie viel macht das? Okay, nicht viel. Warte, was macht nochmal Drachen dann so hoch? Angriff, glaube ich. Angriff, Verteidigung, Init, oder? Oder Angriff, Init, irgendwie sowas. Was war das nochmal? Nochmal nachlesen. Ich hab vergessen. Angriff und Initiative. Okay, Angriff und Initiative. Oh, okay, gut. Dann setzen wir jetzt nochmal Erdbeben ein mit doppelt geboostem Angriff und hoffen, dass das was bringt. Erdbeben! Bitte bring was, bitte, bitte, bitte bring was. Komm schon, bring was. Tu uns was Gutes, bitte. Oh, bitte. Oh, gut. Glück gehabt. Das war die erste Probe für unser Altaria, ey. Wow. Und fast Level 41. 1A, erscheint mir völlig sicher. Kein Problem. Und ich habe die Stimme falsch gemacht. Scheiße. So, auf jeden Fall danke Altaria, dass du wieder zurück und unser Bonzo will bestimmt auch mal wieder kämpfen. So, das war's dann auch in diesem Abteil und wir sind dann gleich da unten links. Da, oh, da. Und jetzt gehen wir da rein und oh, boom. Hallo Urs. Na du? Kaua, ich bin froh, dich hier zu sehen. Stört es dich, wenn wir ein Team bilden? Die Pokémon immer unruhiger. Kaua, schließt sich Urs an, nicht er uns. Wenn deine Pokémon verletzt sind, heile ich sie für dich. Nice. Und direkt ein
Doppelkampf gegen zwei Wanderer. Jeder gute Wanderer erhält beim Anblick von Fels einen Energieschub. Es ist an der Zeit, etwas Dampf abzulassen. Und los. Hoch in den Bergen ist ein Kampf an einen angemessenen Gruß. Gut, das kriegen wir hin. Theoretisch würde ich jetzt gerne Erdbeben einsetzen. Aber dann wäre Lucario, glaube ich, mit im ABCDFD. Und deswegen wird uns das Genet gefährlich und setzt Holzhammer ein. Und er greift, ja, das ist gut, er greift Georock an. Und kriegt es sogar fast runter, das finde ich gut. Und ist paralysiert, noch besser. Und wir greifen jetzt mit Holzhammer an. Dürfte ein K.O. sein, Dankeschön. Und wir haben ein bisschen Schaden erhalten, aber dadurch, egal, das kriegen wir hin. So, Bonzo 800. Und jetzt walzt er auf. Warum auf uns? Warum? Dieser Sinn, ey. Onyx! Ach, wisst ihr was? Juckt mich nicht. Ja, schön, setzt Metallklaue ein. Jetzt ist das Ding besiegt. So, jetzt ist das weg und jetzt würde ich einfach mal so nebenbei sagen, jetzt sind alle weg. Ja, ich weiß, ich habe so diese Fäbel dazu, meine Partner-Pokémon zu besiegen. Also, falls ich jetzt Pech habe, ist es besiegt. Und ja, das war's mit Lucario. Schade, dass ich dafür keine Erfahrungspunkte bekomme, ey. Ist richtig schade. Wäre richtig nice, ey. So, Onyx wurde auch besiegt. So, und als nächstes kommen Stalos. Und Rihorn. Kriegen wir beides hin. Mit einem Erdbeben. Und Bonz ist natürlich am schnellsten. Finde ich auch geil. Mit einer miesen Initiative. Mit einem von 61 ist das am schnellsten. Auch richtig hart. Und ich hoffe, das geht mit einem One-Hit zu... Okay, ich glaube, das liegt eher an Stalos, dass das so resistent ist. Weil, wie ihr seht, sind alle anderen sind besiegt. Wow, ja, richtig hart. Stalos hält was aus. Aber sein Sturm bringt in dem Fall einfach nichts. So, und dadurch, dass ich weiß, dass unsere Pokémon am Ende eh geheilt sind, setze ich Holzhammer ein. Hat gereicht. Wird reichen. Dankeschön. Das war's dann noch mit Stalos. In diesem Kampf haben wir gewonnen. Level 41 für Bonzo. Nice. Wanderer Damian, Wanderer Ulysses. Okay, ich liebe es. Sündhaft leckere Zucker. Okay, ich habe mich beruhigt. Oh Leute, ja, der ist ja geil. Ich hab den auch noch so gespielt. Genial. So, was haben wir denn hier? Ein Item. Nehmen wir uns. Finsterball. So, jetzt, was gibt's denn hier noch? Was mache ich denn? Okay, das Schutz wirkt nicht mehr. Direkt erneuern. Guck, unser Team ist wieder geheilt. Direkt erneuern. Ah, stimmt, wir bekommen jetzt auch durch Münzamulett, was unser Bonzo trägt, mehr Geld. Das finde ich sehr nice. Dann können wir uns auch direkt bald neu Flammenwurf holen, was er dann Altaria beibringt. Oh, jetzt habe ich noch ein Magnet gefunden. Das, ja, ich wollte Pikachu geben, aber Kugelblitz, dies, das. Bringt uns ein bisschen mehr. Also, glaube ich. So, nebenbei mal erwähnt. Da lang. Okay, ich könnte jetzt hier in den Doppelkampf reinmarschieren, aber das würde von der Zeit her nicht reichen. Deswegen machen wir hier an dieser Stelle im nächsten Part weiter. Wir sehen uns das nächste Mal. Euer K mit dem O mit dem H.